Genau. Es gibt keine Botschaft, es gibt nichts zu tun oder zu lassen, denn es ist überhaupt niemand da und letztendlich wird es das, was hier gesagt wird. Auf die ganze Fragerei könnte man sagen, von was soll ich tun, wo geht's hin, ist es das, ist es richtig und falsch, gibt es eigentlich immer keine Antwort oder so ein scheinbar feines Hallo, es ist gar niemand da, es geht irgendwo hin und so weiter und so fort. Insofern gibt es keine Lehre, keine Hilfe, keine Ratschläge, weil das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist natürlicherweise stimmig und ganz und komplett. Alles andere wäre Teil eines Traums, könnte man sagen, einer Illusion im weitesten Sinne. Was einfach heißt, es stimmt nicht, dass es, also es ist jetzt auch ziemlich vereinfacht gesagt, aber es stimmt nicht, dass es nicht okay ist. Es stimmt nicht, dass noch was gefunden werden muss. Es gibt nichts zu finden, es wäre alles Teil dieses Traums. Man könnte sagen, im Sucher-Erleben ist das Erleben, ich finde nicht, weil ich noch nicht gut genug bin, weil ich nicht da bin, weil ich es noch nicht geschafft habe, weil ich was auch immer. Was hier gesagt wird, ist, natürlich kann nicht gefunden werden, weil diese ganze suchende Energie eine völlige Illusion ist. Und natürlich wird nicht gefunden, weil es überhaupt nichts zu finden gibt. All das würde basieren auf dieser Annahme, es gibt eine reale Welt, meine Trennung ist real, mein Unbefriedigtsein ist real und ich kann real etwas finden. Und ich bin hier und da draußen existiert etwas und dass in diesem Etwas etwas zu finden ist. Dieses ganze Ding ist die Traumwelt, können wir sagen. Es ist nicht so, dass da irgendwie so einzelne Aspekte, ah ja, das ist eine Illusion und das, man könnte sagen, das geht alles zusammen. Sobald es dieses Erleben gibt, jemand zu sein, fühlt es sich genauso an. Ich bin jetzt hier, ich lebe in der realen Welt, das, was ich erfahre, ist nicht alles und ich bin auf dem Weg zu einer, hoffentlich im besten Fall zu meiner zukünftigen Realisation. Es ist ein Ding sozusagen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich das, was hier gesagt wird, dass genau dieses Ding überhaupt nicht als solches existiert. Es fühlt sich zwar real an innerhalb dieser Illusion, hat aber null Substanz, was nicht logisch ist. Das ist keine logische Botschaft in dem Sinne. Der Sucher kann das glauben oder nicht, für den bleibt das ein Konzept, sag ich mal, oder eine Idee, dass ich selbst nicht real sein könnte, bleibt eine Idee. Kann so sein, kann auch nicht sein. Und gleichzeitig aber der Hinweis, es ist niemand da. Das hat keine Substanz. Schon jetzt, in Anführungszeichen, ist keiner da. Nicht irgendwann, wenn man einen Prozess durchlaufen. Hat jetzt schon keine Substanz. Ich stelle ja immer wieder fest, dass man sich da ja, dass ich mich da durchaus hindenken kann, nicht auch nur denken kann. Ja, eben. Und dann ist es für einen Moment, ja, es ist so tatsächlich, ja, das stimmt, es ist tatsächlich nur illusorisch, ne? So, da ist gar nichts, ne? Aber da kommt irgendwas daher. Dann ist dieses Gedankenbohren auch sofort wieder weg, weil dann empfinde ich ja das wieder so oder bin ich in irgendeiner Geschichte drin. Ja, es bleibt eigentlich, ja. Genau. Ja. Das ist dann immer ein bisschen das Schwierige gewesen. Das ist das Schwierige. Das ist eben so, wie es ist. Denkst du. Denke ich wieder. Und dann, dann geht es aber weiter. Und dann kommst du auch zu deinem Ergebnis. Ja. Und dann gibst du wieder auf. Wäre aber alles halt auch im Prinzip. Auch das Aufgeben. Na, auch das sich dahin denken natürlich. Weil im Prinzip passiert es ja die ganze Zeit für die Person. Also die kann sich ja alles Mögliche ausdenken und sich dann auch so fühlen auf eine Art. Und das als Beweis nehmen. Also es ist ja eigentlich ganz viel, was es macht, ist eigentlich sich ständig Sachen vorzustellen und sich auch dementsprechend zu fühlen. Also du kannst dich am Strand wähnen und sich dann für einen Moment so, oder in Spiritualität, wenn man sich die ganze Zeit einredet, ich bin ein göttliches Wesen, dann fühlt es sich manchmal auch so an.
wie man denkt, dass sich das anfühlen müsste, wenn das die Realität wäre. Aber das wäre natürlich alles Teil des Traums. Dann könnte man sich auch sowas hindenken wie, da ist niemand, und das auch zu so einem Art Gefühl machen oder zu so einem neutralen irgendwas. Ich glaube, das ist, was du gestern beschrieben hast, wenn man sich nur genug vorbietet, dann wird das auch verinnerlicht, wenn man das auch. Total, genau. Zumindest das Konzept und vielleicht irgendein Gefühl, irgendein Gefühl dazu oder sowas. Ich meine, da wäre dann auch so eine Übung, dahin zurückzukommen oder sich das immer wieder ins Bewusstsein rufen, jedes Mal, wenn man ein Problem hat. Und dann bringt man sich wie in so einen Zustand. Und es kann natürlich alles Mögliche sein. Auch so was ganz Neutrales oder auch so wie so eine Offenheit, so eine Scheinoffenheit. Aber das scheint ja schon alles zu funktionieren bis zum gewissen Grad. Man muss halt dranbleiben. Dann. So. Kann arbeiten. Ja, ich arbeite halt gerne. Druck. Ja, die strengen sich voll voran und dann irgendwann denken, oh, jetzt habe ich aber Fortschritt gemacht und auch das hat sich gelohnt. Und dann ist wieder alles hin irgendwann. Genau, und das. Und dann kommt die nächste Methode oder die nächste Sache vielleicht. Und von vorne. Also so habe ich das erlebt. Genau, was ich aber anfangs noch anfühle wie eine Weiterentwicklung. Ja. Genau. Das würde ich ja nicht mehr machen. Ja, genau. Das ist ja viel klarer und viel logischer. Genau, und da bin ich jetzt schon. Genau. Ja. Also das Erleben von einem Zentrum aus, was ja hier ist, das kann ja manchmal gelegentlich so wegfallen. Ne? Dann geht es wieder zurück. Und ist es bei dir ganz weggefallen? Oder kann man das nicht sagen, weil da niemand ist? Ja, beides. Beides. Eigentlich müsste ich sagen, es ist tatsächlich ganz weggefallen. Es kommt einfach nie. Aber weggefallen ist einfach zu einfach, weil das ist so wie 1 und 0, also so, wie wenn es so ein krasser Gegensatz wäre. Irgendwie verschmilzt es einfach alles und man weiß überhaupt nichts mehr. Aber es gibt eigentlich nicht mehr das Gefühl, oder ich habe auch den Eindruck, wenn das Ich quasi kommt und wieder geht, ist wie wenn dann sowas einhakt oder sowas, findet sich wieder. So, jetzt bin ich wieder. Und das passiert eigentlich nicht mehr. Dieses Gefühl, diesen Moment von so einem Bruch, jetzt geht was anderes los, das gibt es eigentlich nie mehr sozusagen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, quasi, das Ich ist weg und das weiß ich oder so. Aber es gibt einfach nicht mehr so diese Scheinbrüche, wo es heißt, jetzt ist das. Und 5 Minuten später, jetzt ist es. Sich wiederfinden eigentlich, so gefühlt. Das ist eine Expansion, wenn du sagst. Dann eine Explosion. Nicht als Zustand von Weite, sondern... Ach so. Weiß ich, ja. Und das würde ich schon sagen, ist dann immer so. Und das würde ich dann Befreiung nennen. Wenn sich nichts mehr findet. Also das heißt, dieses eigentlich egal in was, egal wie persönlich es aussieht, egal was ich denke, was ich fühle, wie ich mich verhalte, darin findet sich nichts mehr. Da ist nichts, was sagt, jetzt bist du aber wütend. Oder, jetzt ist aber ganz komisch. Selbst in diesen ganz komischen Momenten, da findet sich nichts mehr. Ja, ich glaube, das finde ich spannend, wie du das sagst, weil das geht mir auch immer noch so, dass da mal eine Zeit lang so wie ist wie nichts, aber ich merke immer dann in dem Moment, wo das, jetzt ist da wieder was, ne?
Und dann merke ich erst, dass so eine Zeit lang nichts war, aber auch erst dann. Aber dann ist ja wieder was. Ne? Das heißt immer dieses Rein-Raus-Rein. Und du sagst, wenn das gar nicht mehr stattfindet, wäre das ein Indiz. Aber das ist ja auch schwierig zu sagen. Ja, deshalb passt das Konzept eigentlich nicht so ganz mit ich da und ich weg. Weil es ist eigentlich weniger so, dass das dann einfach wegfällt und so das andere dann immer bleibt. Weil aus der Ich-Sicht sieht es ja aus, wie es wären zwei Stars und wenn da niemand da ist, ist es ganz anders. Aber irgendwie ist es. Ja, es kann ja auch gar nicht anders sein, wenn da auch keiner ist, der etwas bemerkt. Es macht dann, irgendwann gibt es diesen Unterschied gar nicht mehr zwischen einem und dem anderen. Das ist aber nicht. Es läuft einfach aus. Aber das ist das Komische, weil es ist schon anders wie, also die Theorie würde jetzt sagen, dass es hier auch wieder irgendwann ja einhaken könnte. Ja. In 20 Jahren, vielleicht ist es einfach nur eine ganz lange Pause oder sowas. Und deshalb habe ich gemeint, es ist eigentlich wie nochmal anders. Wie wenn es dann wirklich verschmilzt und nicht so dieses 1 und 0 Ding. Weil das eigentlich eine Illusion ist, wenn es da einhakt. Das ist nie wirklich so eine Eins gewesen, so da. Kann es nicht besser. Aber ich glaube, was wahrscheinlich da auch verschwindet, ich kenne das immer nicht so, dass auf jeden Fall ziemlich viel, dass da immer manchmal so eine völlige Stille ist und dass sich das anfühlt wie so eine Präsenz oder wie so etwas, so ein Körpergefühl, das ist dann wahrscheinlich. War das die Tür? Ich weiß auch nicht. Oder hast du, das ist dein Wecker. Das kann sein, das kann sein. Oder sein Gucken. Also, ich kann ja kurz sagen. Vielleicht muss man dann schauen. Also hier ist auf jeden Fall niemand. Wie immer. Auf der Straße gucken. Kann ich mal machen. Da stehen da verzweifelt Leute. Ich glaube, für meinen Hammer. Also dieses Körpergefühl ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr da, was manchmal dann so sich anfühlt, als ob da sowas wie ein Zentrum oder wie ein Mittel ist. Ja, null. Das ist doch irgendwie. Klar, ja. Weil genau dieses Zentrum hat keine. So, das ist einfach das Unlogische oder das Typische, weil auf der einen Seite stellt sich raus, es hat keine Substanz. Aber irgendwie verpufft es dann auch wirklich. Das verpufft wirklich, das ist dann. Also da ist einfach dieses Erleben, es ist, ist eben nicht so, dass dieses Erleben da ist, aber man weiß irgendwo, es ist nicht real, sondern da ist das einfach. Das, ja. Ja. Aber für niemanden. Ja, ja. Hat sich die Natur da bloß für Kram ausgedacht? Ja. Welche Natur? Nein. Stimmt. Welche Natur? Also ich finde das so angenehm, dass ich einfach nicht mehr, okay, dann muss ich das jetzt also so sehen. Ich weiß das, ne? So, ja. Und das hat aufgehört. Weil ja. Also bei dir wirklich, ich hatte ja das vorher schon in Büchern und was weiß ich, ne? Immer so, dass man nichts machen kann. Ja. Das habe ich nie gelesen. Also das habe ich nicht gehört quasi. Und das habe ich bei dir jetzt echt das erste Mal wirklich gehört. So, ach, ich kann sowieso nichts machen, dann kann ich einfach. Also kann ich natürlich auch nicht, aber und dann hört es auf. Ja. Ich meine, ach so, ich muss es also so versuchen. Oder jetzt muss ich immer. Nicht mehr Widerstand sein. Klar, und diese ganzen alles Ideen, ja. Das ist ja so viel. Ja. Ja, ich habe neulich mal überlegt, ob ich mal das alles aufschreibe, was ich so jemals für erleuchtete. Ach, so ist das. Okay, dann muss ich das machen. Genau. Davon abgesehen, dass ich das ja gar nicht kann, weil ich das gar nicht kontrolliere. Aber es hat man ja manchmal die Illusion, als würde man das kontrollieren, so ein Stück weit. Dann funktioniert es, wie schon gesagt. Hin. Ja. Aber dann kommt so eine Ruhe, wenn ich es einfach weiß. Es ist, ich kann es nicht machen. Ich verstehe, ich weiß nicht genau, was du sagst, so, was es sein soll natürlich. Aber ich weiß auch, ich kann es nicht verstehen.
Ja. Also so, okay, ich kann mir noch so viel Mühe geben, ich werde es nicht begreifen können. Ja. Es ist müßig. Ja. Dann kann ich auch aufhören. Ja. So ein Leben. Wow. Ja. Und dann habe ich neulich gedacht, vielleicht endlich mal die Sachen machen, die ich so nicht machen wollte. Ich erleuchte mich. Postkasten leeren, Autotanken. Aber du, das ist, ich finde das ja auch nicht so voll auf dem spirituellen Weg, weil da hast du jegliche Freizeit nur dafür geopfert. Ich habe seit Jahren kein Buch gelesen. Eben, nein, seitdem ich jetzt irgendwie auf Mantua oder bei Mantrias bin, jetzt mache ich mal wieder Dinge, die ich sonst nicht, die ich mir sonst gar nicht erlaubt hätte, mir zu tun. Genau. Ja, ganz profane Sachen. Ich kann irgendwie auch einmal auf den Schrott im Fernsehen kommen, ohne zu denken, du verschwendest deine Zeit. Das ist alles völlig hätte. Völlig, ja. Ja. Genau. Wir saßen ja auch, das Buddhistag versprechen im Nacken. Du musst mit unendlicher Ausdauer und Kraft nur noch fürs Wesen werden. Machen und tun und schuften, ja, und was weiß ich, damit es sich irgendwann auszahlt. Ich finde es auch, dass wir leiden müssen. Das haben wir auch so verinnerlicht irgendwie. Wir sind ja nun mal hier christlich abendländisch aufgewachsen. Der Leidens wie Christi, ja, muss erstmal bluten, bis zum Abwinken wurde. Ja, und das ist auch schon mit der Sünde geboren. Ja, klar, sowieso. Ja, ist ja nichts machen. Also ich meine, wenn du nicht die ordentlichen Mühe gibst, zumindest. Hm. Ja, furchtbar, wie viele Leute so rumlaufen und ihr Leben lang Ja, 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 schon. Man ist schon witzig, ne? Das ist einfach dieses ganze Setup. Wie wenn man, also das stimmt jetzt natürlich nicht, weil es keiner macht, aber irgendwie, wenn man so ein Leiden erfindet. Und dann erfindet man noch die Lösung dazu und sagt dann noch, die Lösung hat mich durch das Leiden getragen. Ja. Weil es ist ja so, ne? Dann, ich bin hier, mir geht schlecht, dann muss ich einen Gott erfinden, dann kann ich an den Gott glauben. Und dass ich an den Gott glaube, hilft mir dann, das Leiden zu ertragen. Das ist auch einfach eine Suppe. Ne? Das ist eine Suppe. Aber was eigentlich einfach der persönlichen Erfahrung entspricht. Das erlebe ich das so. Das war jetzt gar nicht so konkret auf. Das ist ja dann 40 Jahre wieder eine persönliche Erfahrung, persönliches Leid und das alles. Und klar, im Endeffekt dann keinen Weg zu haben, ist eigentlich das Schlimmste. Weil eigentlich auf dem Weg zu sein, ist das Einzige, was der Sucher hat. So, ja. Auf dem richtigen Weg zu sein. Dann ist ja alles gut. Solange ich auf dem Weg bin, genau. Genau. Mir gegen reicht zwar nie, aber. Genau. Ja, weil das, so empfindet sich ja jeder, der getrennt ist, ja, der gesondert ist.
Das meine ich, das ist eigentlich nur das persönliche Erleben. Stimmt. Das ist, wo sich dann einfach in dem Ganzen wiederfindet, ob das jetzt in der Religion ist oder in der Spiritualität oder da finden sich eigentlich immer genau die gleichen Aspekte auf eine Art. Und man könnte sagen, je bedeutungsvoller das Ziel, desto aufgeladener ist das Ganze. Also deshalb sind religiöse Leute halt oft nochmal einen Tick verbohrter, weil es um Gott geht und nicht nur um den neuen Porsche. Also ob materielle Leute im Prinzip schon wissen, dass es der Porsche alleine auch nicht macht. So. Aber sobald diese Wörter Gott und absolute Erleuchtung und da reinkommt, wie wenn das alles nochmal so, wie man da so Öl ins Feuer gießt, an Bedeutung, an Wichtigkeit, an dem ganzen Zeug. Ja. Aber von den Zutaten her ist genau das Gleiche. Mhm. Also dieser Gedanke, da müsste noch was kommen, der ist ja wahrscheinlich allgemein verbreitet, außer bei im Augenblick des Sterbens vielleicht. Ne? Ja. Bis dahin müsste noch was kommen. Also irgendwie fehlt da noch der Schnipp. Ja. Irgendwas, was ich mir selber versprochen wurde oder was ich mir ausgemalt habe, was mir versprochen worden ist. Braucht eigentlich gar nicht mal eine Geschichte. Es ist wie so ein Gefühl. Ja. Da kommt noch was. Ne? Vielleicht ist gar nicht mal ein Gedanke. Ich glaube, das ist so ein drunterliegendes Gefühl von, ich bin auf dem Weg noch irgendwo hin. Ja. Dieses Gefühl, da müsste noch Erfüllung irgendwie kommen. Irgendeine Form von Erfüllung. Wieso ich eigentlich hier bin, worum es geht, das Eigentliche kommt noch. Aber wie gesagt, ich glaube, für 98% der Menschen ist das völlig unausgesprochen. Das ist wie so eine stille Annahme, dass es irgendwo noch wohin geht und dass es alles schon seinen Sinn hat, was ich so mache und denke und mein Leiden und wo ich mich anstrenge und so. Für irgendwas Größeres macht es noch einen Sinn. Aber wie gesagt, für die meisten völlig unausgesprochen. Und es wird nie beantwortet werden. Man könnte dann sagen, die ganze Suche, der ganze Versuch ist natürlich, dass irgendwann dieses Gefühl beantwortet wird. Im Sinn von, dass dann dieser Punkt da ist. Aber das ist doch dann, das Ziel ist doch, wenn, dann wäre es der Tod für mich jedenfalls. Also durch die, ich habe so viele Nahtoderfahrungsvideos gesehen und die beschreiben alle, dass da dann fällt dann wirklich alles weg, was jetzt auch schon weg ist. Ja, und das ist so das Ziel. Meine Mutter hat mir beigebracht im Leben, immer beten machen, also jeden Tag drauf mal, damit ich nachher im Paradies bin. Genau. Was ja jetzt auch schon ist. Du bist ja jetzt schon im Paradies. Ja. Und wer sagt mir? Wobei das natürlich auch Teil des Traums ist. Wir sind die Engel. Ja, ist auch Teil des Traums. Weil das ist natürlich Teil des Traums, dass du ins Paradies kommst. Ja, ja. Ja. Im Prinzip kann man beim letzten Einatmen noch denken, der nächste Schritt führt mich ins Paradies. Also passt schon, das ist nicht falsch. Und solange man das halt glauben kann, bin ich auf dem guten Weg. Was meine Mutter gesagt hat, da kommst du nicht gegen ab. Ich hatte nie vor, gegen deine Mutter anzutreten. Ja, ich wollte noch, wenn ich das darf, eben. Ja. Also, hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, mit dem scheinbaren Tod, was da scheinbar passiert? Ja. Also, eigentlich nichts, aber... Ja, eben, das ist die Sache, dass eigentlich nur die Trennung aufhört. Ah. Dass da aber nichts mehr Neues passiert in dem Sinn. Aber Trennung aufhört ist ja schon ein ganz schöner Batzen. Dann sagen wir so, die Trennung, ja, wenn man so will. Mhm.
Wobei es beides ist. Sie war halt nie wirklich da. Also es gibt keinen Moment, an dem man bemerkt, dass jetzt die Trennung aufgehört hat und dass man dann bemerkt, hey, jetzt bin ich angekommen, weil die Trennung hat aufgehört. Das geht ja auch gar nicht. Das ist einfach. Also es geht nahtlos weiter. Wenn du sagst, scheinbar, weil wenn du sagst, es geht weiter, das würde auch jemand bemerken. Das heißt, es gibt auch kein Gefühl davon, dass es einfach weitergeht. Genau, das meine ich auch mit weiter. Ja. Also es geht einfach weiter. Genau, im Prinzip geht es einfach. Mit Ed weiter. Ja. Ich sage nur, die Person würde es geht weiter verstehen unter ich bin hier und es passiert immer das Gleiche. Und ich kriege das aber mit. Mhm. Insofern gibt es natürlich kein Gefühl davon, dass irgendwas weitergeht. Mhm. Es verändert sich nichts, aber es geht auch nichts weiter. Als Erfahrung. Also das Nicht-Passieren und das Nicht-Ändern, das geht weiter. Das meine ich jetzt mit weiter. Ja, wenn man so will. Wenn man so will. Ja. Also es gibt schon kein... Schon ganz schön weit. Es gibt keinen Punkt, an dem was endet. Es ist kein harter Cut oder sowas. Es ist einfach so, ja, unbemerkt, übergangslos oder das Einzige, was eben Übergänge schafft, wäre diese Person. Die eigentlich dauernd vom Gefühl diese Übergänge schafft. Ach, jetzt ist das. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt. Genau. So, und das, wenn das wegfällt. Das ist das Einzige, was dieses Gefühl gibt von, es passiert was und es verändert sich was. Oder bleibt gleich, was auch im Geschehen ist. Aber nochmal, was diese Leute da beschreiben, du hast ja gestern gesagt, du guckst diese Flugzeugabstürze und dieses Ding und ich gucke jetzt das, diese Nahtod und das ist immer, die beschreiben dann immer Wahnsinn. Also die Trennung ist dann weg, sagst du ja dann Wahnsinn, die sowieso schon weg war. Aber das würde dem Nahtod nicht sagen. Ich habe das, oder? Bitte? Dem Nahtod nicht, da ist immer noch was da. Die erleben doch eigentlich. Ja. Während sie da, ne, ob das ein Tunnel ist oder ob das auch ein negatives teilweise ist oder ob es das Licht ist. Aber es ist ja nicht schlimm, was zu erleben. Nö, alles gut. Nee, nur es ist dann nicht das ne, von dem Andreas. Ja. Ach so. Richtig, wie auch bei. Man muss ja auch nicht alles was sagen, was er lässt. Nein, du kannst nicht. Leg dich mal wieder hin und denk zu. Also mein Vater meinte früher mal als Kind zu mir, vielleicht kannst du was erleben. Er meint das auf den Mann. Ja, was aber auch eher eine Drogen. Ja, ja. Und meiner sagte mir immer, ich gebe dir gleich, wenn du nicht so recht. Du kriegst gleich ein paar.